Hey Leute, ich bin Bibo und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg. Leute, in der heutigen Folge sind wir mal wieder am Cash Farmen, Leute. Mir fehlt nicht mehr viel bis zur Million, deswegen machen wir heute mal wieder ein Geldfarm-Video. Vergesst nicht noch zu liken und zu abonnieren, so unterstützt ihr mich gratis. Es kostet euch gar nichts außer ein, zwei Klicks. Und jetzt aber viel Spaß, Freunde. Ich habe mich komplett schwer bewaffnet und direkt mal 9 Bomben zugelegt hier. Die Sniper, die G36, einfach mal das Fernsteuerungsgerät, Schlagringe und den Metallschläger. Das Ganze könnt ihr theoretisch, wenn ihr das so macht wie ich, auch ohne Waffen machen. Aber mit Waffen ist man halt ein bisschen auf der sichereren Seite, Freunde. So, dann wollen wir mal. So, Leute, ich habe es schon ganz häufig gezeigt, aber einfach bei Notruf Hamburg hier auf diese beiden Männchen. Dann schließ dich Punkt, Punkt, Punkt an, dann kurz warten, dann die Spieleranzahl aufsteigend und dann nehmen wir hier irgendeinen Server, nehmen wir einfach mal den hier, Freunde. So, da sind wir auch schon. Natürlich ist es dunkel. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Spiel reinkomme, ist es dunkel auf dem Server. Das kann doch nicht wahr sein. So, checken wir einmal kurz die Lage. Kleiner Tipp am Rande, immer abchecken, ob die Polizisten sind. Hier gibt es einen Polizisten, übermotiviert anscheinend, weil nur 3 Leute auf dem Server sind. Okay, mit mir jetzt 4. Aber dann fahren wir einmal ganz unauffällig dahin. Oh, ich glaube, da ist schon jemand die Bank am Ausrauben. Oder? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend war der woanders. Ja gut, dann ist das vielleicht jetzt unser Job. Gehen wir mit der Bombe rein, auch wenn ein Polizist jetzt... Ach nee, Leute, Polizist ist offline gegangen. Ja, wunderbar, Freunde. Dann ist das jetzt vielleicht unser Einsatz. Die Glocken läuten auch hier. Dim, 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 dim. Oh, Leute, es ist sogar grün. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, irgendwie, dass der noch grün ist jetzt. Let's go, Freunde. Dann ist das jetzt unsere erste erfolgreiche Bank hier. Einmal schnell alles aufsammeln. Wir müssen auch nicht so heizen, weil es sind nämlich gar keine Polizisten hier am Start. So, alles einsammeln, alles einsammeln. Und dann machen wir uns hier an diese Tür, Freunde. Einmal die Tür kaputt schlagen hier. Bam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und dann das Geld einsammeln. Ja, Leute, mir fehlen nur noch knapp 300.000, bis ich die 1 Million hier voll habe. Also nicht mehr allzu viel. So, ich glaube, das werden wir jetzt in diesem Video nicht direkt schaffen, aber auf jeden Fall in einem der nächsten Videos, Freunde. So, ein Polizist ist hier auf jeden Fall. Gerade plötzlich gejoint. Vorsichtig, vorsichtig. Aber eigentlich vielleicht auch gut, dass er jetzt erst gejoint ist. Der hat die Meldung noch gar nicht auf dem Handy, glaube ich, dann. So, einmal alles hier. Und, ach man, jetzt hier. Na, also. Zack, alles einsammeln. Und dann, Leute, direkt einen Server-Switch hier machen, würde ich sagen. Let's go! Dann, wie ich schon erklärt habe, ne, hier wieder auf aufsteigen, zack. Und dann nehmen wir einfach mal diesen Server hier, gehen da drauf. Warten ganz kurz, Leute, warten ganz kurz. So, da sind wir auch schon und jetzt direkt mal abchecken hier, Freunde. Hoffentlich ist hier keine Polizei. Hoffentlich ist die Bank noch grün. Oh, ein Polizist. Schon wieder. Mann, Mann, Mann. Leute, was ist denn los mit diesen übermotivierten Polizisten? So. Alles klar, alles klar, alles klar, klar, klar. Nee, es ist rot. Alles klar. Dann gehe ich aber mal ein bisschen weiter weg, glaube ich, oder? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Polizist direkt hier ist. Deswegen Server Switch. Oh, da sind wir schon wieder auf dem nächsten Server, Freunde. Checken wir das Ganze einmal ab. Wie hier die Lage so aussieht. Ich denke mal, das wird schon ganz geschmeidig gehen hier. Und ach, immer noch rot, ey. Mann, Mann, Mann. Na, also Leute, so muss eine grüne Bank hier aussehen. Schnappen wir uns die mal. Zack. Direkt hoch in das. Ich habe gar nicht nach Polizei geguckt. Ein Polizist. Mann, was ist denn los mit diesen einen Polizisten auf 3 Spielerservern? So, egal. Das ist jetzt unser Zeichen, hier ein bisschen Gas zu geben, Leute. So, ganz schnell den Bums hier noch auf und dann machen wir sofort einmal den Fluchtweg bereit hier. So. Damit wir auch ein bisschen mehr auf der sicheren Seite sind. So, alles klar. Und dann das Ding einmal hier hoch. Sehr gut, das passt schon so. Dann alles einsammeln. Ich snack mir auch einfach mal einen Keks rein hier, Leute. Weil ich ein bisschen, oder 2 Kekse. Damit ich volle Energie habe. Und, höre ich wen? Nee, ich glaube nicht. Nee, bis jetzt alles easy, Leute. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ich werde dann aber gleich einmal, glaube ich, rausgehen. Einfach um die Lage zu checken, ob der Polizist nicht hier irgendwo in der Nähe ist. Und ich aus Versehen im Knast komme, nur weil ich hier mich auslogge. So. Sehr gut, aber bis jetzt läuft es ja wunderbar. Oh ja, boah, ich habe mich kurz erschrocken. Sah
kurz für mich so aus, als wenn da einer steht. So, Freunde, das hier mitnehmen, das hier mitnehmen. Yeah. So, Freunde. Und dann haben wir wieder fette Beute gemacht, Leute. So, alles klar. Und sofort einen Server-Switch, Freunde. Ich check noch ganz kurz draußen die Lage. So, ganz genau. Und niemand da, Freunde, deswegen Server-Switch. Alles klar, Leute. Der nächste Server mit einem Polizisten, aber auch einer grünen Bank. Deswegen schnappen wir uns die mal. Oh, so, sehr gut. Alles klar. Einmal hochgehen lassen, das Ding hier, und einsammeln, beziehungsweise erstmal die Tür jetzt freihauen hier. Wollen wir jetzt nicht alles riskieren. So, sehr gut. Und einsammeln hier, Leute. Zack. Und zack. Ups. So, Freunde, genau. Wenn man eben auf der sicheren Seite sein will, Leute, dann verkauft man zwischendurch immer sein ganzes Gold. Dann, ne, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Geld sicherer, aber mir ist das jetzt mal wieder ganz egal, Leute. Ich werde das bis zum Ende des Videos hier in den Taschen halten. Deswegen, so bleibt das Ganze auch nochmal ein bisschen spannender, Freunde. Ob ich das wirklich schaffe oder nicht. Denn wenn mich jetzt ein Polizist hochgehen lässt, dann... Ja, dann ist das wieder ein bisschen fail geworden. Aber ich habe Vertrauen auf mich, Leute. Deswegen schön hier alles einsacken. Zwischendurch mal kurz hinhören, ob da ein Polizist kommt. Aber ich glaube nicht. Glaube nicht, deswegen alles easy. So, super gut, super gut. Und mitnehmen. So, und so, und so, und so, und so. Jawohl. So, alles einsammeln, Leute, alles einsammeln. Ganz fett Beute machen hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann auch schon wieder direkt den Server wechseln, Freunde. Ich check noch ganz schnell hier vorne die Lage. Aber keine Polizei, nein, deswegen Server Switch. Mir hat einer eine Nachricht gesendet mit Hafen, aber wir, ist uns egal. Wir müssen wieder Server switchen, Leute. So, Freunde, Bank Nummer 5000 hier. Ich dachte kurz, ich habe eine Bombe schon gehört, jetzt gerade, also piepen hören. So, und rein hier, und ist es grün? Na, also sehr gut, so muss das nämlich sein. Zack, direkt hochgehen lassen. Polizei habe ich gerade schon abgecheckt. Genau, ist jetzt nichts los hier, deswegen ganz, ganz schnell hier alles einsammeln. Beziehungsweise, ja, so schnell wie es halt geht gerade. So, schnell rein in meine Jackentasche hier. So. Dann haben wir auf jeden Fall aber schon echt ganz gut Beute gemacht, Leute. Dann einmal noch die Tür hier zuerst. So. Ich würde natürlich immer empfehlen, die andere Tür zuerst aufzumachen, aber. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen hier wenigstens Abwechslung. Zack. Und hier noch die beiden Goldbarren. Und dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon 31 Goldbarren, Leute. Was ist das denn? Das ist doch heftig. So, zack, zack, zack. Und es ist gerade mal irgendwie 10 Minuten vergangen oder so, nicht mal. So, alles klar. Ich meine, ein paar Banken habe ich übersprungen, weil ich einfach erstmal reingegangen bin, um zu gucken, ob die auch wirklich grün sind. Und ich weiß, ich habe jetzt vielleicht insgesamt 3, 4, vielleicht sogar 5 Banken gehabt, die eben rot gewesen sind. Wo ich dann direkt wieder raus bin und direkt zum nächsten Server gegangen bin, deswegen... So, aber hier klappt ja gerade alles wunderbar. 5 Bomben haben wir noch. Deswegen schnell, Leute. Ich brauche ganz viel Kohle. Den Bentley kann ich mir ja jetzt schon eigentlich holen, glaube ich, oder? Nee, fast. Ich glaube, ein bisschen Geld fehlt mir noch. Naja, Server Switch, Leute. Lol, Leute, einfach ein anderer Crime. Ah, kann sein, dass er dachte, ich wäre ein Polizist, lol. Na gut, Leute, aber das kann uns mal kurz egal sein. Ich habe hier einen wunderbaren... Automaten gefunden, Leute, den nehmen wir einfach auch mal ganz kurz mit. Die Bank da drin ist nämlich noch rot gewesen. Schauen wir gleich mal. Erstmal sammeln wir hier dann alles auf. So. Will er jetzt auf mich schießen oder was? Ey, was willst du denn? Treffe ich den denn nicht? So, warte mal, Sniper. So, das geht ein bisschen besser hier. Hey. Oh ja, ja, genau, hol du mal ab. Geh mal nach Hause lieber. So, Freunde. Zack. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich auch bewaffnet bin. So. So. Das hier. So, das Ding hier nehme ich mir noch mit und dann machen wir aber direkt den Server-Switch. Ich will jetzt gar nicht riskieren, dass ich gleich die Beute verliere oder so. Deswegen, Leute, Server-Switch. Ach ja, wobei, Leute, komm, den knallen wir einmal ganz kurz ab hier. Ups. Und einmal... Oh, oh Mann, ey. So. Toll, jetzt versteckt er sich in dem Auto. Lol. Ist einfach ausgestiegen. Ne? Traust du dich oder traust du dich nicht? Er traut sich nicht. Okay, Server Switch. Und Leute, das gibt's natürlich auch, ne? Dass da andere Crimes schon zugange sind. Oh, okay, hat gerade aufgehört. Ich will die gar nicht stören. Ich würde jetzt direkt einen Abgang machen, Leute. Server Switch. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt muss mal wieder eine grüne Bank kommen, ohne dass irgendwelche anderen Crimes uns hier
ne, irgendwie im Weg sind. Zack, ich habe ein gutes Gefühl. Die fünfte, die Nummer 5 jetzt, die fünfte Bombe, die wir noch haben, kommt jetzt hier rein. Ach Mann ey, okay, Sir, was wird schon wieder? Oh, oh, Leute, 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 da muss ich doch mal ganz kurz hier durchgreifen. Jo, und ich habe ihn befreit. Ich habe ihn befreit, Leute. Sehr gut, wunderbar. Lol. Mit dir einfach random Server gejoint und da war der Typ hier einfach verhaftet. Aber nicht, dass der jetzt mir hier meine Beute klaut, oder? So, oh ne, ist eh rot hier. Von daher, wir wollen direkt einen Abgang machen, Leute, aber... Okay, der Polizist ist sowieso offline. Ja, wunderbar, Freunde. Guck mal, haben wir sogar noch eine gute Tat hier verrichtet. Ein Crime hier. Einmal kurz befreit. So, ich wink ihm nochmal kurz zu. Bye, bye. Und raus hier. So, neuer Server, neues Glück. Freunde, das wünscht man sich doch, oder? Dass man der, wenn man verhaftet wird, das auf einmal ein Bimo antanzt und einen einfach befreit. Och Mann, ey, aber trotzdem immer noch eine rote Wang, Freunde. Aber jetzt wird sie grün. Oh, lol, lol, lol. Leute, das war ja ein super krasser Zufall. Ey, ohne Witz, das war nicht geplant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott, Freunde, das war ja der Hammer. Lol, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich hab einfach nur aus Joke das jetzt sagen wollen und plötzlich ist sie wirklich grün geworden. Alter, darauf komme ich ja gar nicht klar. Was ist das denn für ein Zufall? Das war ja der Hammer, Leute. Ja, okay, cool. Dann ist das jetzt unsere nächste Bank hier. Lol, ey, ich komme darauf nicht klar. Das war ja super witzig. Was ein Zufall. Freunde, an dieser Stelle könnt ihr mir direkt ein Abo für den Kanal da lassen, Leute. Und vielleicht sogar einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr freuen. Und ja, genau. Dann machen wir mal weiter. Richtig cool. Ey, das war der Hammer. Das war ja der Hammer. So, alles klar. Das glaubt mir doch keiner, Leute. Da werden bestimmt wieder Kommentare kommen von wegen, oh, ja, das war irgendwie gefaked, bla bla bla. Wie soll ich das denn faken, hä? So, lol. Ey. Alter. Was ein Zufall, Leute. Was ein Zufall. Richtig cool, ey. So, dann doch hier die letzten Sachen mitnehmen. Das war der Hammer. Darauf will ich niemals klarkommen. Ey, das wird sowas von Short. Daraus mache ich einen Short, Leute. So, alles klar. So, und dann noch die beiden hier. Da haben wir noch 4 Bomben. Üblich, Freunde. Mal gucken, ob ich danach mir noch mehr Bomben hole oder wir es dann auch erstmal sein lassen. Guck noch kurz, ob es Polizei gibt. Nee, Server Switch, Leute. Hey. Jo, Leute, da sind wir schon auf die nächsten Server und da ist auch noch einer plötzlich gespawnt. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber checken wir mal ganz kurz hier die Lage. Gucken, ob es Polizei hier gibt. Nee, ist keine Polizei hier unterwegs. Und, oh, ist auch grün. Ist auch grün, aber der Kollege kommt da jetzt. Müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Oder will er sich die Beute hier teilen? Winkt ihm mal, Hallöchen. Na, winkt er zurück? Wie nicht. So, und hochgelassen. So, egal. Teilen wir uns dann halt einmal die Beute mit dem, ist mir jetzt auch egal. So, zack, zack, zack. Einmal dann die Beute hier mitnehmen. Dann kann er den Raum da hinten haben von mir aus. Ich nehme den hier. Das ist mir Lachs, Leute. Wir haben jetzt schon so fett Beute gemacht innerhalb so kurzer Zeit. Da kann man auch ein bisschen teilen, Freunde. Zack. Einmal dann hier die Sachen mitnehmen. So, ganz genau. Die ganzen Batzen hier. Noch einmal schnell alle einsammeln. Und dann... So... Yeah, jetzt klaut er mir den Goldbarren hier, egal. So, zack. Sehr gut. Und dann geht's direkt auf, Leute, Server Switch. Okay, Leute, da hinten fährt ein Polizist, aber okay, der haut auch direkt wieder ab. Lol. Ja, ich habe gerade schon nachgeschaut, ist leider eine rote Bank jetzt wieder gewesen. Deswegen nochmal Server Switch, Freunde. Alles klar, Leute. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, hier dann jetzt lieber schon mal die die letzte Bilanz hier zu ziehen. Und zwar... Wenn wir jetzt gleich in den nächsten Malen von irgendeinem Polizisten gefasst worden wären, dann wäre das Video halt jetzt nicht cool geworden. Deswegen machen wir mal lieber jetzt hier schon Ende. Ich habe insgesamt 49 Goldbarren, die mir alle jeweils 1250 bringen. Nur weil ich ja dieses Crime-Boss-Paket-Dingsbums da mir mal gekauft habe. Und Leute, wir haben hier noch 44.340 Euro gestohlenen Geld, Fahndungslevel, App, Dingsbums hier.
in der Kriminell-App. Verkaufen wir erstmal die ganzen illegalen Sachen hier, damit wir auch wirklich nichts mehr davon haben. Zack, zack, zack. Aber insgesamt ist das Ganze dann, ja, roundabout sagen wir mal 105.000. Also wir haben auf jeden Fall über 100.000 jetzt gemacht, was schon mal auf jeden Fall super, super schmackig ist, Freunde. Zack, 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 auf jeden Fall das alles hier verkaufen. Und man sieht, das Geld wächst und wächst und wächst und wächst. Boah, Leute, alles klar. Wir haben fast die 800.000 und wir bekommen ja noch diese 44.000 von der kriminellen App noch dazu, Freunde. Deswegen richtig, richtig gut. Ich tanke nochmal ganz schnell hier die Karre. Ich muss halt jetzt nur 6 Minuten warten, aber dann kommt das Cash auf mein Konto. Leute, und dann sind wir gar nicht mehr so weit von der 1 Million entfernt. Genau, und dann kaufe ich mir den Bentley und noch was weiß ich. Also erstmal werde ich noch ganz gut ein bisschen Kohle sparen. Und dann holen wir uns irgendwann, wenn wir so ein paar Millionen haben, alle restlichen Autos, die ich noch nicht gekauft habe. Ganz genau, Freunde, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Freunde. Tschüss.